So, die Aufzeichnung läuft wieder. Welcher Vollspacken schießt jetzt unsere Reifen platt? Ja. Dir ist schon klar, dass das das Auto ist, mit dem ich hier wegfahren wollte. Ja, die Betonung fliegt auf wahr. Ich weiß es nicht. Er fährt doch. Ja, aber langsamer. Hat doch jetzt ein besseres Fahrverhalten. Was willst du denn? Na. Wirklich ein bisschen ruckig. Wollen wir den Helikopter nehmen? Den Heli? Ja, den hier. Wo ist denn den Helikopter? Achso, der ist super. Der ist super, oder? Da links, rechts. Oh, eine Kiste. Ja, ich hab's doch gesehen. Sag doch mal was friedlicher. Da steht doch ein vernünftiges Auto. Immer diese aggressiven Menschen. Ich weiß nicht, warum die alle rausspringen. Du stehst vor der Leiter. Die er nicht benutzen will. Jetzt benutzt die Leiter, blöder. Blöder Ronny, blöder virtueller Ronny. Da, ne? Ja, ich weiß. Da ist er. Ich glaube, den hat sie gesehen, den Hut weggeschossen. Meinst du, er will die Leiter benutzen? Will der mich verarschen? Habe ich auch schon mal. Aha. Irgendwas wird. Energischen Space-Taste drücken. Du bist irgendwann durchrunden. Ja, anscheinend. Ihre Ausrüstung ist so schwer, so ein Schwachsinn. Gucken, ob ich jetzt von hier runterspringen kann. Hast du auch mal ein paar Sachen kaputt gemacht oder hast du die noch? Hab alles gesammelt. Ja, geht. Ja, mach mal kaputt. Du findest auch nachher gar nicht mehr durch. Das tue ich schon lange nicht mehr. Noch kurz die Kiste holen, dann können wir. Ja, ja, mach mal. Sollen wir doch mal die Reifen kaputt schießen? Nein! Lass mich schon. Ah, so sieht das mit Licht an aus. Okay. Steht sogar da. Kann ich mal nicht neu aktivieren. Sitzen eigentlich jetzt alle drin, oder? Nee, ich schon nicht. Nein, ich immer noch nicht. Ich komme. Tot. Andere Seite. Ich hab's auch gerade gesehen. Ich hab mich extra hinten hingesetzt. Ich sitze noch nie vorne. Ach, da hinten ist die Straße. Nein, sieht nur so aus. Oh, Motorräder. Na ja, toll. Aber ich sag mal, wir hätten besser die Reifen kaputt geschossen. Glaube ich auch. Wieso explodiert die Kiste? Wieso? Was habe ich verkehrt gemacht? Ich hab Steuer gesetzt. Nächstes Mal fahr ich glaube, das funktioniert besser. Durfte man das nicht umfahren? Das sag ich jetzt doch nur mal wieder eins, wenn der Ronny nochmal mit dem Auto fahren sollte, wir fahren nicht mehr mit dem. Ja, das war schön. Doch, ich habe natürlich kein Fahrzeug. Doch, ich habe hier eins stehen. Ich komm jetzt mit dem Fahrzeug. Willst du wenigstens auf mich warten? Ich hab auch eins. Ich hab eins frei gemacht. Ich muss nur die Leiche rausschmeißen. Ist da oben eine Kiste oder sowas? Wo wir sind, ja. Ja, dann komm mal hoch.
Lass den Ronny nicht verfahren. Nee, ich habe schon für mehr Fahrsicherheit gesorgt. Dirk, wir haben nur einen Vorteil, wir haben hinten gesessen. Ja, ja. Deswegen haben wir überlebt. Ich wollte mich auch eigentlich da hinten setzen, aber das sagst du ja schon. Jetzt weißt du warum. Alter, das geht gar nicht. Safety is sexy, sag ich dazu nur, Leute. Safety is sexy. Aha! Und jetzt schaut das Spiel ab, oder was? Ne, Teamspeak-Fehler. Nee, hey, das wollte ich doch gar nicht. Connected. Oh, nee, so. Da ist er wieder. Habe ich auch noch nicht gehabt, dass Teamspeak abstürzt. Aber wie weit ist das bis da? So, ich komme. Oh, warum muss ich jetzt vorne sitzen? Könnt ihr mir das mal erklären? Damit du auch sterben kannst. Warte, ich muss kurz gucken, wo wir müssen. Ja, 9,7 Kilometer. Wo ist das denn? Dass hier weiter ist? Ich hab einen Biberstadt, nee, da nicht. Vielleicht finden wir ja auf dem Weg dahin einen Helikopter. Ich weiß ja nicht, wo das ist. Sind wir schon fast über die ganze Insel. Ich find's auch nicht. Ich find's auch nicht. Ach, hier ist das. Jetzt erzählt er aber wieder Geschichten. Hat das ja nicht gefunden und sagt, dann, hier ist das. Oh. Ah, ich habe es. Du hast es. Ja, unten wo? Links ist das. Unten links. Okay, unten auf links. Der Insel? Nee, nicht auf der Insel, auf Festland, aber es ist extrem. Unten links. Ja, ich versuche ja zu suchen, aber irgendwie. Ah, da ist es, ich sehe es. Aber ich habe da nichts frei, ich habe kein Biwak und sowas da. Da ist ein Biwak. So, ich kann da hinreisen. Dann mach das mal. Ach, da. Nee, da habe ich kein Biwak. Ja, nicht. Hm? In der Dings, in der Schublade. Welche? Ronny, welche die roten? Ist aber anders. Die roten. Wieso? Wieso bin ich woanders? Warte mal. Das ist direkt hier, wo der. Nee, da links oben müssen wir hin. Hä? Der zeigt mir hier an. Good Hope. Ach, das sind andere Missionen. Okay. Warum zeigt er denn alle Missionen aber hier an? Ich kann wenigstens einen Helikopter rufen. Echt? Wo ist er denn? Zum Beispiel einen gegnerischen Helikopter. Ne, wo ist er denn? Da bin ich ja am Suchen. Ich finde keinen. Ach, fick dich. Ach, da ist er. Schnell rein. Ah, guck mal, da ist noch ein Helikopter im Hintergrund. Wer will denn rufen? Ja, du hast doch den besten Heli. Man fährt den nicht mit dem Auto. Ach, dann. Weil ich mich vertan hab. Ich hatte unten links nach dem grünen Punkt geguckt, aber das war der falsche grüne Punkt. Er muss den Punkt, der nicht so gestrichelt ist. Nee. Genau, mit dem weißen, mit einer vollen weißen Umrandung. Alles klar. Danke für die Aufklärung. Ich fühle mich gleich viel erwachsener. Ist er mal aufgeklärt. Ja, dann ruf mal. Overseer Rockets MK2 Standardhubschrauber. Da kann ich rausgehen, oder? Ja, von mir aus ja. Ach, ich fand das gerade zu chillig, aber okay. Vergiss es. Geht weiter. Warum kann von anders chillen. Genau. Ist Schluss mit Chili. Ich dachte, es gibt ja Chili con Carne. Steht der Heli? Oh, so weit weg. Ganz weit weg, ey. Kein Verlass mehr auf die Helis.
Guck mal, wie weit wir laufen müssen dahin. Darf ich fliegen? Nein. Heißt nicht, euch besser. Ich verstehe nicht, warum ich ein Nein bekomme. Nein. Gar nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Du vertraust mir nur einfach nicht. Verstehe nicht, warum. Das Motorräder kaputt gemacht. Hier sind wir eben im Dunkeln gewesen. Ah ja, hier waren wir eben, stimmt. Ah, da vorne war die Stelle, wo ich das Auto in den See reingefahren habe. Erinnerungen. Das sind noch Erinnerungen, ne? Erinnerungen. Sweet Memories. Ich sollte uns echt mal so einen Soundtrack zusammenstellen für die Hubschrauber-Sequenzen. Ja, hier von, ja, ist mal der Film da, Vietnam. Ja, ja, Dings, ja, Ritt der Walküren ist das. Apokalypse Now, ne? Ja, irgendwie sowas. Ja, und dann hey, könnte man noch. Man könnte einfach den Top Gun Soundtrack nehmen. Da kommt eine Rakete, ja. Hast du gesehen? Ich hab geschossen. Sehr schön, hast du gut gemacht. Da, Highway to the Danger Zone. Ja. Come on, bring me right into the Danger Zone. Mal was erlegt. Unterm Heli. Ich hab da noch was erlegt. Ich hab da noch was erlegt. Es liegt unterm Heli. Komm, eine Kiste holen da. Oh mein Gott. Cool. Boah, da rutscht man aber weit, ey. Ja, wir rutschen alle dran vorbei. Die ist unterm Berg, im Berg drin ist die. Ne, dann gehen wir da nicht. Was? Ach so, was stört dich was an meiner Abstiegstechnik oder was? Nein, wir kommen aber nicht an die Kiste dran. Nein, gar nicht. Nee, Alea beschwert sich nur gerade, mein Navi. Na gut, dann gehen wir wieder da die 300 Meter gucken. Vielleicht kommt man so rum an die Kiste. Also normal ist der Eingang eigentlich direkt in der Nähe. Also mich ja, manchmal sind auch Tunnelsysteme, Bunkersysteme. Da müssen wir hin. Gehen wir jetzt mal langsam rein oder wieder Vollgas? Ja, wir versuchen. das mal an. Könnte die auf mich warten? Ich kann keine Leute markieren kann. Wartet auf mich! Ich will auch mal ein bisschen Spaß haben. Die Dinger da vorne, ne? Die mit den Dreiecken drauf sind Roboter, die. Alarmroboter. Ah, okay. So, ich bin da. Ja, wir versuchen gerade aufzuklären. Und? Da schaffen wir dann langsam reinzugehen. Aber eigentlich musst du hinten zum Truck kommen, oder? Ja. Aber die Kisten willst du bestimmt hier haben, ne? Ihr nicht? Doch, ich schon. Also wir sind irgendwie sind wir entdeckt worden. Hier hat irgendeiner geschossen. Ich weiß nicht wer. Was? Ich sollte nicht schießen? Ja, wir versuchten langsam reinzugehen. Das hat sich aber auch wieder erledigt. Ich dachte, das wäre langsam, wenn man alles wegsnipert. Entschuldigung. Das sind hier, ne? Hör auf, mich zu beschießen, scheiß Geschütz. Hör auf zu schießen. Einer hoch. Und ich hab dich.
Ja, das war doch taktisch perfekt. Ja, wir mussten zumindest nicht rein, da hast du recht. Alle leben noch. Also ich bin jetzt gerade einfach nur mal froh, dass ich nicht schuld bin, dass wir entdeckt worden sind. Endlich war das, wenn das nicht. Wieso, stört euch das irgendwie? Achso, und das ist ein Problem? Ja, hat sich beschwert, das letzte Mal zu schnell durchgehen. Es war doch nicht schnell, ich habe gemütlich gesnipert. Das ist doch kein schnelles Vorgehen. Wir wollten noch nicht gesehen werden. Ja, deswegen dachte ich, die Sniper sind alle weg. Hast du ja auch gemacht. Mano, nein, ihr habt mir zu helfen. Ich will den Ruhm ja nicht für mich alleine hier und so. Da ist noch ein Typ. Er kann Hilfe rufen. Ja. Ja, ist doch schon unterwegs. Ist doch schon eh unterwegs. Warum kommt doch gar nicht mehr drauf an? Der ist aber weit weg. Also nächstes Mal richte ich mich nach euch und bleib einfach hinten stehen. Wir sind diesmal sind wir da. Diesmal haben wir gewartet und aufgeklärt. Ja, ich auch. Ich meine, so geht das natürlich schneller, ne, mit der Aufklärung. Ja, die haben sich alle freiwillig gemeldet, so. Haben gesagt, hier bin ich, hier, schieß mich ab. Also ich fand das Ergebnis hervorragend. Da kommt eigentlich die Verstärkung. Die steht schon irgendwo da oben. Ach so. Dann wollen wir sie stehen lassen. Stufenaufstieg. Ach, da oben ist es. Ich die Kiste ansuchen und denke, wo ist die? Kommt man da hoch? Ich denke ja. Tja, gar nicht. Okay. Ah, doch, da ist die Treppe. So, jetzt kann ich weiter sammeln. Ich hab mal die Typen weggeholt. Was ist los? Ach, er geht schon wieder die Treppe nicht hoch. Ah, jetzt geht er. Aber jetzt, ja. Oh, aber jetzt ist er. Ist das am Montag, Dirk, mit der Pumpe, oder ist das... Dienstag, habe ich gehört. Kriegen wir nur die Pumpe? Ich gehört habe, ja. Oh mein Gott. Aber jetzt ja, eine Pumpe. Jetzt wollen wir pumpen, 7 Jahre lang. Jetzt wollen wir pumpen. Was für ein Kack. Ja, könnte man so sagen. Also ich bin bereit, ich stehe hier. Ja, ich suche gerade die Leiter, um da hochzukommen. Guck mal, bei mir hat das sofort geklappt. Angeber. Oh, meine, das ist auch schon ausgelutscht. Wow, ich habe wieder eine Pumpe. Meine nicht. Ich kaufe ja alle 2 Jahre alles neu. Echt? Mhm. Ich nicht.
Jetzt kann ich mir mal hier meine Ausrüstung endlich mal. Da ist nämlich noch, glaube ich, eine Kiste hier. Drin. Nächsten Raum. Ich würde sagen, ich habe jetzt alle. Vorraum. Ah ne, das ist da oben, da geht schon hin. Jo, fleißig hier Bewaffnung genommen. Ja, wir haben fleißig gesammelt, ne? Und jetzt? Wer fährt den LKW diesmal? Der LKW fahren kann. Der mit LKW-Führerschein. Oh, also und darf ich fahren? Der Ronny hat auch LKW-Führerschein. Oh, danke, ich darf fahren. Ich darf fahren. Aber nur, wenn er eine Karte hat. Ich habe eine Karte. Ich habe sogar eine Scheibe sogar zum Reinlegen. Da müssen wir lang, meine ich. Der LKW da. Okay, diesen Trampelfahrt. Ist aber eine weite Weg. Da muss man mich ja mal ein bisschen führen. Oh wei. Komm mal los. Hallo, ich verabschiede mich heute. Was? Okay, Sven. Dann mach es gut. Auch so. Hau rein, schlaf gut, träum von mir. Träum von dir? Ja, von mir, nicht von. Er soll sich nicht von sich selbst träumen, das wäre irgendwie merkwürdig. Ja, ich kann euch nicht helfen hier im Heli, ne? Der hat keine Raketen oder so. Kannst du mal gucken, wo ich als nächstes langfahren muss? Ja, die Straße. Na super. Ich glaube, ich muss hier links ab, kann das sein? Da unten, ja, du musst nach unten. Weiter runter? Ja, du musst nach links. Also an der nächsten Kreuzung links, Dirk. Ja, fahr einfach mal hoch. Oh, dich möchte ich auch schon nicht als Beifahrer haben. Den habe ich jeden Tag als Beifahrer. Echt? Und da kommt ihr an? Ich brauche ja nichts zu sagen, ich habe halt, oh ja, klar. Guck mal da, direkt. Ich wollte gerade schießen. Bis ja. Dann. Kommt auch noch ein Auto entgegen. Von daher. Ja, den kann ich aber nicht treffen. Ne? Also es kann sein, dass ich nicht überlebe. Wo ist das Auto eigentlich? Ich finde das nicht. Hier. Wie vor mir. Du schiebst das vor dir her. Echt? Ja. Jetzt nicht mehr. Entschuldigung. Jetzt die nächste links runter. An der nächsten Kreuzung. An der nächsten Kreuzung links, okay. Also quasi Sven nachfliegen. Du hast durchfliegen kannst. Oh, der Horst ist. Oh, weg. Der Horst ist. Ah, das doch. Ist. Sven war der Sven Horst. War Horst. Deswegen. Der war ein Horst. Ach, jetzt ruckelt's auch auf einmal nicht mehr. Kann sein, dass wir gerade angegriffen werden? Nein, das bildest du dir ein. Also ihr müsst nach hier. Ja, ich warte auf Anweisungen. Ihr müsst... Ja, fahr doch. Wir fahren die Straße lang. Und dann die nächste Beste wieder links. Das Beste wieder links. Fahr am besten hier hoch, wo der Helikopter steht, wo ich den Helikopter drüber bin. Okay. Da hoch und dann links. Wo bist du denn? Der ist schon vorbeigefahren. Ja, der. Ja, da ging auch nirgendwo hoch, da ging eine ganz steile Wand. Da, ja, du musst aber jetzt hier hoch und fährst im Kreis.
Da ging noch ein Trampelpfad hin. Du musst schon drehen, sonst fährst du weg. Ich hab jemanden entdeckt! Ja, Volltreffer, was hast du gesehen? Weißt du, dass ich Angst hab? Ja, du darfst Angst haben. Ich hab auch gerade ein bisschen Angst. So, du musst jetzt wieder irgendwie nach links kommen. Du musst den Feldweg links. Ja, da, schon vorbei. Da kommt ja gleich eine Kreuzung, da kann ich links fahren. Ist ja, die hier? Pass auf. Ja, da. Jetzt links, genau. Du weißt das Thema Navi. Punkt. Richtung grüner Punkt. Wieso, ist da ein Abfallhaufen? Ja. Ist unbeschädigt, der LKW. Wie ein rohes Ei habe ich ihn behandelt. Warum hast du das eben nicht so gemacht? Ey, hör mal, die sind mir die ganze Zeit hinterhergefahren, haben auf mich drauf geschossen. Hättest du schneller fahren müssen. Ging nicht schneller. Keine Sniper mehr, ne? Ich hab eine Pistole gekriegt. Krieg aber keine Sniper mehr, komischerweise. Warum nicht? Keine Ahnung. Nicht. Das, man gönnt ihm das nicht. Also, hat er keinen Gönndalf? Das ist okay, wenn ich mir kurz eine Pizza im Ofen schiebe. Besser eine Pizza als was anderes. Ich wollte grad sagen. Dann geht's kurz runter, ihr könnt ja schon mal den nächsten Einsatz hinfliegen und so, aber... Ja, aber du musst schon mal in den Helikopter einsteigen, Junge. Bin ich schon. Okay, alles klar. Schon drin. Alles ich klar. Guck mal nach Einsatz. Jups. Hey, den kann ich immer noch nicht, ne? Oder ist der jetzt? Mach mal. Ne, ich krieg nichts angezeigt, von wegen bestätigen. Gut, ist immer noch ein Kreuz. Dann nehmen wir jetzt den. Ja, das geht. Geht. Aber der Sven ist offensichtlich der zu langsame Server, weil jetzt ruckelt's nicht mehr. Aber warum ist der Server so langsam? Weiß ich nicht. Vielleicht hat er einfach eine schlechte Connection, keine Ahnung, da in dem Dorf, wo er da wohnt. Kann ich wieder zurück auf hoch stellen. Willst du nicht einsteigen? Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Im Helikopter oben. Ach, da oben ist der hier. Bin drin, wo? Okay. Hochwachschiff, glaube ich. Oh, war ein Baum im Weg. Da muss man. Ich vermute, wir müssen einen neuen Heli haben. Nö, braucht doch noch auch gar nicht. Ah, das ist direkt hier vor uns, ist das. Flieg mal einen kleinen Bogen und setz es da vorne auf der Insel ab, okay? Dirk? Ja? Du musst nochmal die Mission machen, damit ich die auch annehmen kann. Ja.
Was müssen wir denn machen? Töten? Immer töten, bei grün. Und schon wieder einen Truck transportieren. Gibt es da nichts anderes? Also ja, die Abwechslung, die haut mich ja förmlich um. Ich versuch's nochmal mit einer Drohne, ja? Ja, ja, ich mach diesmal. Ist ja schon gut. Nein, kannst du ja probieren. Aber dann musst du die so rausnehmen, dass hast du nicht gesehen wirst. Die hat mich nicht gesehen. Ja, aber der andere. Irgendeiner hat die Tötung gesehen. Ach so, ja, das schon. Ja, das könnte passiert sein. Weil jetzt habe ich den Sven so weit, dass der langsam vorgeht. Und jetzt fange ich an, ne? Ja. Aber Dirk, warum kann ich denn, warum markiert meine Drohne nichts mehr? Weiß ich nicht, normalerweise musst du das machen. Weil ich bin gerade auf dem Typ drauf, der schon markiert worden ist. Und da passiert nichts. Warum legt er sich nicht hin? Also hier oben, hinten rum ist einer, den kannst du töten, das sieht auch keiner, den tötet. Okay. Naja. Oh, ich hab, die haben den Schuss gehört. Heißt, der Fass funktioniert. Immerhin ist er tot. Der zweite Mann ist auch tot. Irgendeine Waffe ist sehr laut. Ja, ich hab Schalldämpfer voll drauf. Also es war euch immer noch nicht leise genug, ich verstehe das ja. Du meinst also, eine Gatling ist als Sniper ungeeignet? Ein bisschen. Dann nehme ich eben wieder eine andere Waffe. Ich fühle mich jetzt ein bisschen gemobbt. Also Dirk, du bist jetzt höchste Stufe? Nein, 30 ist höchste Stufe. Und dann, aber dann hast du bestimmt noch nicht alle Missionen durch, oder? Nein. Aber dann macht das Spiel auch irgendwie keinen Sinn mehr, oder? Warum? Du hast doch noch nicht alle Missionen durch. Ja, aber du bist doch höchste Stufe, dann... Oder sehe ich das falsch? Hör mal, also, es geht ja darum, ein Held zu sein. Genau. Dieses arme Unter... Bin ich für meine Freundin jeden Tag.
Ja, dieses arme, unterdrückte Volk auf dieser Insel, ja, dieses zu befreien von ihren Qualen. Verstehst du? Mhm. Es geht nicht um deine persönliche Bereicherung in irgendeiner Form. Es geht um die Bereicherung des Geistes. Jetzt, wo es sagt, klingt logisch. Ja. Es geht darum, das Blut deiner Opfer zu trinken. Verstehst du? Ja. Wohin gehst du? Nee, ob er versteht, er soll jetzt nicht weggehen. Das wäre ja auch ein bisschen komisch mit einer Mission. Also, du sagst uns doch gerade. Warum hat doch Sven gerade eben auch gemacht mit einer Mission? Ja, okay, das war ja was anderes. Ich bin ja irgendwie so einen Hang abgestürzt. Den hat da irgendeiner hingemacht. Ich bin am LKW. Ich auch. Ich? Ja, du musst ja den Heli nehmen. Und bis welches Waffenlevel geht es durch? Weißt du was? Also, es geht über 200. Habe ich gehört. In der Zeit, wo wir auf den Dirk warten, beende ich hier nochmal kurz die Folge und hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein, wenn es wieder heißt Ghost Recon mit dem Sven und dem Dirk. Und ich sage Tschüss zu euch allen da draußen. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.